Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von www.unterhaus.at. Das ist die neue Informationsplattform für die fußballbegeisterte Öffentlichkeit in Salzburg. Reinklicken ist wie mitkicken. www.unterhaus.at. Das S1-Spiel der Runde führt uns diese Woche in die zweite Landesliga Nord. ASV ASKÖ Salzburg gegen USV Fuschl lautete das mit Spannung erwartete Duell auf der Sportanlage Itzling. Freuen Sie sich auf ein absolut verrücktes Match. Willkommen zum S1-Spiel der Runde dieser Woche. Es ist ein Spitzenspiel der zweiten Landesliga Nord. Fuschl trifft auf den ASV Salzburg. Beide Mannschaften sind Anwärter auf den Meistertitel. Aber während Fuschl stark in die Saison gestartet ist, steht der ASV Salzburg nach einigen durchwachsenen Leistungen bereits unter Zugzwang. Es ist also ein offener Schlagabtausch zu erwarten. Bei spätsommerlich heißen 25 Grad auf der ASV-Sportanlage Itzling ist alles angerichtet für ein spannendes Match. Die erste entscheidende Szene der Partie passiert nur 29 Sekunden nach dem Anpfiff, denn Bernhard Mühlthaler spielt einen präzisen Pass in die Spitze, den Eib Erdogan nach einem schönen Haken zum frühen 1:0 für die Hausherren einschiebt. Nur 5 Minuten nach dem 1:0 geht die kalte Dusche für das Gästeteam weiter. Denn Anil Güven stellt mit einem satten Schuss bereits auf 2:0 für die Hausherren. Die Fuschler haben den aggressiven und spielstarken Salzburgern auch in der Folge nichts entgegenzusetzen. Und nur dank der schlechten Chancenverwertung des hochüberlegenen Heimteams bleibt es bis zur Pause beim 2:0. Als hätten sie sich keine Pause verdient, stehen die Fuschler schon nach kurzer Zeit wieder auf dem Platz. Und es vergehen mehrere Minuten, bis auch das Schiedsrichterteam und die Spieler des ASV wieder aufs Spielfeld kommen. Die Flachgauer wollen es scheinbar doch noch einmal wissen. Am Charakter des Spiels ändert sich auch in Halbzeit 2 wenig, denn das Match verläuft nach wie vor auf einer schiefen Ebene. Allerdings mit vertauschten Rollen, denn nun sind es auf einmal die Flachgauer, die den Ton angeben und Chance um Chance herausspielen. In Minute 49 wird dieser Angriffswirbel des USV Fuschl mit einem Anschlusstreffer belohnt. Torschütze nach schöner Vorarbeit ist Patrick Radauer. Die Flachgauer drängen nun auf den Ausgleich und in Minute 63 ist es soweit. Denn Thomas Angerer bezwingt nach idealem Zuspiel ASV-Goalie Heimberger. Als wäre ASV-Trainer Andreas Hayek nicht schon bedient genug, muss er mit ansehen, wie die Gäste weiter eine Chance nach der anderen herausspielen. Eine dieser zahlreichen Möglichkeiten vergibt der 16-jährige Timo Goritschnik und einen schönen Versuch von Patrick Radauer lenkt Goalie Heimberger an den Pfosten. Gästetrainer Alexander Kokic ist schon der Verzweiflung nahe, denn es dauert bis zur 87. Spielminute, ehe das aufgrund der zweiten Halbzeit wohlverdiente 3:2 für den USV Fuschl fällt. Torschütze mit einem schönen Schuss aus der Drehung ist Mario Mrkonjic. Danach passiert dann nichts mehr und während die Fuschler ausgelassen feiern können, regiert bei den Salzburgern verständlicherweise tiefe Enttäuschung. Ja, bitter. Es ist einfach bitter. Erste Halbzeit waren wir sehr überlegen. Haben es verpasst, das 3:0, 4:0 zu machen. Und zweite Halbzeit waren die einfach besser. Wir waren einfach vor den Gegenspielern viel zu weit weg, haben uns bis auf die Mittellinie Fähre ziehen gelassen. Und die waren einfach mit 2 Querpass, sind die 3-mal aufs Tor hingerannt. So was darf halt nicht passieren gegen einen Gegner wie Fuschl. Deutlich besser ist die Gefühlslage natürlich beim Siegtorschützen der Fuschler. Ja, es war traumhaft eigentlich. Der Pass ist gekommen und dann alle haben geschrien und ich habe gedacht, nein, jetzt haue ich einfach selber drauf und dann war er Gott sei Dank drinnen. Alles ist aber auch bei den Flachgauern nicht eitel Wonne, denn die Leistung in der ersten Halbzeit war wohl die schlechteste seit Ewigkeiten. Nach dem Seitenwechsel haben die Fuschler dann aber Moral bewiesen. Nur Hacke, Spitze und solche Sachen geht nicht. Man muss dagegen halten, Fußball ist eine Kopfsache. Und das macht mich irrsinnig stolz, dass die Mannschaft dann in der zweiten Halbzeit kapiert hat, dass es nur über den Kampf ins Spiel geht. Und das, was wir trainieren, was wir besprechen, dass wir das umsetzen und nicht auf eigene Hand handelt. Und die Mannschaft ist dadurch belohnt worden. Da bin ich riesig stolz.
Dank dieses 3:2-Erfolgs stehen die Flachgauer nun mit 13 Punkten an der Tabellenspitze der zweiten Landesliga Nord. Der ASV Salzburg ist mit seinen 7 Zählern nur noch Zehnter und muss schnell wieder in die Erfolgsspur finden, um im Titelkampf noch ein Wörtchen mitreden zu können. Dieser Beitrag wurde Ihnen präsentiert von www.unterhaus.at. Das ist die neue Informationsplattform für die fußballbegeisterte Öffentlichkeit in Salzburg. Reinklicken ist wie mitkicken. www.unterhaus.at